So, ich bin jetzt ganz in deiner Nähe. Glaube ich. Aber ich krieg die XP von den Diamanten. Gib die auch XP. Jupp. Und zwar richtig viel. Ich sehe dich da drüben. Nein, da waren nur zwei Stück. Fuck. Das darf nicht wahr sein. Was? Ich dachte, da wären 8 oder so. Ja, auf einem Haufen. Ich habe einen anderen Haufen. Mindestens 3 sind, aber trotzdem, 2 Stück auf einem Haufen ist schon wenig. Wie viel hast du jetzt? Tobi? Warte, ich muss den Rest noch farmen. Ich muss das ja schon bauen, weißt du? Ich baue das immer. Wenn da Diamanten sind, baue ich immer einmal drumrum, dass keine Lava irgendwo ist. Das hört sich für mich ziemlich logisch und gut an. Weil ich habe da schon schlimme Erfahrungen gemacht. Ging mir mal 3 Diamanten oder so flöten. Ich muss jetzt mal zu dir irgendwie kommen. Da ist schon Creeper und Lava. Ja, hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also habe ich jetzt 8 insgesamt. Alter, wie viel Wasser. Ja, Mann, ich habe 8 Diamanten. Diamanten! Diamanten! Verpiss dich, du Kackzombie. Ich hab grad einen Riesenschrecken eingejagt. Sag ja, Diamanten zum Suchen ist nicht schwer. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Ja, vielleicht hast du einfach gerade Glück. Nein, das ist immer so schnell. Das Glück der Dummen. Ich sehe dich da drüben irgendwo. Ich komm mal in deine Richtung. Ah ja, ich glaube, da sind sogar Fackeln von dir. Ja, ich war ganz dicht bei mir. Und Da waren sie um Lavasee rum hier. drüben ist nochmal ein Lavasee, gell? Hier ist Gold, das hast du stehen lassen. Ja, ich habe noch nicht alles fertig Weh, du abgebaut. Ich fliegst hab. jetzt irgendwie Lava, gell? Was? Da drüben ist ein Lavasee gleich neben uns, gell? Ich würde aufpassen. Wo bin ich denn Ja, habe ich. runtergeflogen? Da bin ich runtergekommen, ne? Hier. Ja. Hier ist auch noch Lava und so. Vielleicht steht ja auch noch was Cooles. Oh, ich hätte schon wieder Creeper irgendwo. Oh ja, da ist er. Also, ich hätte gesagt, ich baue mich jetzt einfach mal senkrecht nach oben. Psch. Der scheiß Creeper, Alter, für Faxen, ne? Ich baue mich jetzt einfach gerade hoch. Ja, viel Spaß. Alter, ich pack's nicht hoch. Schon ein Witz, Mann. Bist du jetzt die Spinne? Ich prügel dich und deine ganze Familie. Wenn ich hier senkrecht nach oben baust, dann kommst du genau ins Wasser. Fuck, seid ihr viele Viecher? Alter, echt mal. Bist du da auch gerade? Ja, ich bin genau neben dir. Ich bash gerade so ein Zeug mit meinem Schwert. Ich muss mal wieder was essen, fett drauf. Den habe ich gebasht. So, ich hab einfach den. Alter, hinter dir sind 2 Zombies. Ja, ich merk's. Ah. So. Zack, 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 zack. Der findet mir ja auch noch eine Kartoffel, wenn wir Glück haben. Alter, irgendwas schießt auf uns. Da unten sind 2 Skelette. Die schießen auf dich. Sterben, Alter. Oh! Machen wir einen Ausfall! So. Ich mach mal das. Ich baue mal den Wasser schnell. Hast du schon gekillt? Nee. Weil bei mir hat's. Du hast sie gekillt, glaub. Nee, eins lebt noch, wie ich höre. Jetzt sind beide tot. Ich hab das Wasser mal abgebaut da oben. Gut. Alter, da war irgendwo ein Creeper. Spät die explodiert, glaub. Wow. Oh, ich war im Wasser. Scheiße, ich hab keine Nahrung. Ja, ich versuche jetzt irgendwie aus der scheiß Höhle rauszukommen. Der folgt mir doch einfach. Weißt du, wo es lang geht? Jo, nee, eigentlich nicht, aber ich laufe halt immer weiter nach oben. Irgendwann muss ich schon nach oben rauskommen. Bist du bei mir? Ich baue jetzt hier nach oben, eigentlich. Hinter dir ist ein Creeper. Wo? Hinter dir war einer. Hey, ich glaube, du bist schon ganz anders wie ich. Ich sehe den Namen schon gar nicht mehr. Jetzt sehe ich einen Creeper.
bist du? Ah, da drüben. Kämpfst gerade gegen ein Skelett zufällig. Jo. Baut, willst du dich nach oben bauen? Irgendwo? Ich habe echt keine Ausrüstung mehr. So. Bau dich einfach ja, dann lass uns einfach mal hier. Aber wir sind ja auf der Karte, ich kann ja auf der Karte sehen, wo wir ungefähr sind. Kommen wir ja im Wald irgendwo raus. Ja, genau. Failbau. So. Okay. Scheiß drauf. Weiter geht's. Es kommt da schon wieder Kies. Also, ich lese gern Herr der Ringe hat mir gefallen zu lesen. Harry Potter war ganz cool. Aragorn natürlich. Taran habe ich gelesen. Aragorn habe ich auch gelesen. Ich weiß nicht, das Stein und das Fleisch oder so. Da fand ich schade, dass da keinen zweiten Teil dafür gibt. Also das war echt ein super Buch. Aber das wäre jetzt auch zu kompliziert, das zu erklären. Oh, ich muss an. Da geht's um so ein. Also der Vater verschwindet so. Wo sie die Kleinen sind, die, also zwei Brüder, Mutter, Vater. Mutter. Mutter. Ja. Yeah. Okay. Sag, ich muss gerade einen Schluck trinken. Jupp. Wenn der Vater verschwindet eines Tages, dann gibt es so einen Zeitsprung. Und dann kommt nochmal, wie der jüngere Bruder irgendwie den Spiegel berührt und plötzlich reingezogen wird. Also ein Spiegel in dem Arbeitszimmer von dem Vater. Und der andere Bruder ist auch wohl schon verschwunden. Also. Und du schaust, also hast dann erst die Sicht von dem jüngeren Bruder. Und der wird dann von so einer Tussi berührt und kriegt. Hat da so übliche Schmerzen in der Schulter und das wird so grüner Jadestein, wird da, ist da so an der Wunde. Und bauen wir schon weiter nach oben. Was machst du? Alter, scheiße, das ist die Kohle. Und dann trifft er halt wieder seinen älteren Bruder, sieht wieder aus der Sicht des älteren Bruder. Und der, also der jüngere, der wird zu so einem Jadegolem. Bitte? Ja, hab ich doch. Der wird zu so einem Jadegolem, also die Golem, die sind so böse, kann man sagen. Die wollen die Menschen so killen. Der verliert dann auch seine Erinnerungen und so und gehorcht nur so einer Tuse. Und der gehorcht dem König irgendwie. Oder irgendwie so, ja. Also dem Jahr. Lass mich mal da gerade das Wetter bauen. Golem König. Oh. Du hast mich gerade gehittet, du Spack. Ja, mit der Spitzhacke. Und, auf jeden Fall der Bruder, der ältere Bruder versucht dann halt seinen jüngeren Bruder wieder von dem Fluch zu erlösen. Das kann er nur, indem er so eine Fee findet. Und die Fee, mit der hat, die steht, stand mal auf den und die hasst ihn jetzt und will den töten und so weiter. Und dann kommt halt auch irgendwann raus, wo ein Gefangenschaft ist, dass sein Vater auch mal in der Welt war und dass der, also der wollte eigentlich zurückkommen, aber der wurde auch von den Golems gefangen genommen, der musste für die arbeiten. Also der, weißt, da gibt es dann auch Züge und so, obwohl es, also der musste für die so neuzeitige Erfindungen da auch rüberbringen. Ach so, okay. Und ja, auf jeden Fall, kommt halt raus, dass der Vater halt irgendwie gefangen worden ist, aber der trifft den Vater nicht, und es hieß nur, dass der der erste war, wo fliehen konnte aus dem Gefängnis. Ich habe übrigens keine Fackeln mehr, also wenn ich nicht machen soll, muss ich mir eine geben. Warte mal. Oh, dankeschön. Das reicht schon. Ja, und am Schluss schafft es halt sein Bruder noch zu befreien. Oder von dem Fluch zu befreien. Aber er hat selber so einen Fluch dann drauf, dass er so ein schwarzen Schmetterling auf dem Herz hat, der nicht mehr lang zu leben hat oder so. Und okay. Dann möchte das einfach rum. Also, das Buch, es hat schon irgendwie ein Ende, aber das ist halt so eins, da könntest du gut einen zweiten Teil machen und ich hasse es, wenn du dann kein zweiter Teil davon da hast. Yay, Freiheit. Auf zum Haus. Warte. Das muss schon da hinten sein. Ich brauch Nahrung. Yep, ich seh's. Nur 130 Felder weg. Hey, wie hast du das gesehen? Weil ich Waypoint hingemacht hast. Ah, ich mein nicht, du kleiner Cheater. Hey, du siehst ja auch auf der Minimap. Alter, ich bash jetzt erstmal ein paar Hühner hier tot, glaub. Obwohl, nee, ich hab eigentlich noch Getreide, das mit dem kann ich mir auch essen, Mann. Ich hab Hühnerfleisch. Ich hab Hühnerfleisch dabei. Achso, ich hab noch zwei Nahrung. Aber ich bash gerade noch ein paar Eier auf dem Boden. Warte, ich schmeiß die da rein. Okay. Ah, liegt da vorne draußen, egal. Liegt neben dem Eingang. Ja. So. Ich mach unsere Sachen mal da hoch rein. Und da kamen viele Hühner raus.
So. Ah, dann leg noch ein Ei. Ja, ich, auf jeden Fall, ich hasse es, wenn so Bücher so immer so halb enden. Das ist wie Cage of Eden, aber ich glaube, das sagt ja auch nichts. Das ist mich so ein Manga und. Alter, das. Oh, ich brauche nochmal was zu essen. Oder was, ich mache schnell ein Brot. Ich mache mir kurz ein Brot. Spusch. Bau mir eine Diamantspitzhacke mit dir. Kannst selber machen, Diamanten sind da hinten. Okay, also weiß ich nicht, dass wir jetzt irgendwie zwei bauen aussehen oder so. Ich hole jetzt mich schnell. Ich sortiere mal schnell das Inventar und das von drüben ein. Ich hab ein bisschen. Ich tue jetzt mal schnell Stein drüben in den Ofen. Weißt du, Cage of Eden, Alter, das ist ein Manga, gell? Das weiß ich, was Mangas sind. So, japanische Comics von rechts und links lesen so halt. Und das ist wirklich ein super Manga. Also das ist echt richtig gut gemacht, richtig geil, auch wenn es ein bisschen brutal ist, also da verrecken ganz irgendwelche Leute auf irgendwelche harte Weisen, also die werden krank und dann kommen ihnen die Augen aus dem Schädel raus und so. Also das ist ein bisschen übel, aber also echt gute Story und so. Aber die Story wirklich, die hört so mitten. Also, oder, ja doch, die kannst du dir ja sagen, die hört mittendrin auf einfach. Das sowas macht mich wahnsinnig. Wirklich wahnsinnig, macht mich sowas. Aber schon dann wenigstens Fortsetzungsteil kommt, aber ja, dann? Ja, weißt du, aber weißt du, das sind so closed. Also du weißt, dass das für immer zu ist. Soll ich eigentlich Lava holen und dann gießt man es oben ein bisschen Obsidian oder soll ich. Ja, baust du gleich ab. Okay, dann. Dann müssen wir so nicht so oft rennen, muss nur einmal runterrennen. Ja, weißt du. Soll ich nicht einfach Lava mitnehmen? Kann ich denn. Ach, scheiße, ich kann keinen unendlichen Lava-Boden machen, gell? Obwohl. Ach, das geht doch nicht. Nein. Nee, das ging mal, aber es geht nicht mehr. Scheiße, aber dann. Wir müssen eigentlich ein paar Mal runter, weil. Ich will mir eigentlich ein Ding gießen, weißt du? Ich finde da jetzt nicht so ewig Obsidian, jetzt da boah. Ach, das sind die Versan. 1, 2, 3. Ja, sonst stimmt schon. Dann machst du dir halt einfach 9 Eimer. Ist zwar ein bisschen Eisenverschwendung, aber scheiß drauf. 9? Oder was? Ja, halt, das ist. Oder wie viel brauchen wir? 10 Fußportal oder wie viel brauchst du Fußportal? Ich glaube auch. Warte, ich lass das Zeug mal hier drin, hier drüben. Tust du mal ein paar Kühe suchen? Ich würde schnell Getreide geben. Kannst du nur den Rest mitnehmen, wo hier drüben ist? Was? Von dem Zeug, was hier nur liegt. Was liegt da? In unserem Haus, weißt du? Im anderen. Boah, Alter. Aus der Kiste, einfach den Rest noch mitnehmen. Ich schau gleich. Ich tue jetzt erstmal schnell. Ich brauche noch kurz Holz. Es wird ich glaube, wieder dunkel. Oh, jetzt ist schon Nacht. Lass mal noch kurz pennen, bevor du wieder rüberkommst. Tobi? Jupp. So, ich bin schon. Zack. Ja, ich bin jetzt schon drüben. Ja, komm. Ist egal, komm. Nein, ich muss Items, Kisten einsortieren, komm. Ja, aber ich muss nachher. Wenn du in die Höhle musst, zum. Ja, ich müsste die Höhle erstmal finden, wieder. Geh einfach den Gang runter, wo wir hier hochgelangt sind. Ja, wo ist denn der? Das hab ich doch jetzt schon wieder vergessen. Jetzt hast du doch mal. Ich bin jetzt extra hier rübergekommen, um Holz zu holen. Das ist jetzt weg. Nappel. Ja, also, was so auf Cage of Eden nochmal, um das kurz zu fassen. Die sind halt auf so einer Insel, okay? Und da sind überall so. Also, die schießen ab mit Flugzeugen. Da sind überall so Urzeitviecher. Die eigentlich schon ausgestorben sein sollten. Und da werden halt die ganze Zeit irgendwelche Leute gekillt. Und so weiter und so weiter. Und am Schluss kommt halt raus, dass die 50 Jahre in der Zukunft sind und dass die alle. Also hergestellt wurden sozusagen. Hast du Holz, okay. Hast du die Holz rübergebracht irgendwie? Ja, ich habe alles immer so wie bei Matrix oder was? Bei Matrix? Da werden die doch auch von den Robotern gezüchtet so. Nee, das wurde von diese wurden von Menschen erschaffen, die ausgestorbenen Viecher.